In der heutigen Aktienanalyse wollen wir uns ein Unternehmen anschauen, welches von deutschen Privatinvestoren meiner Meinung nach relativ wenig Aufmerksamkeit bekommt. Es geht um Keurig Dr. Pepper, ein Getränkehersteller aus den USA. Ja, hallo Leute, herzlich willkommen auf dem Kanal von Best Invest. Mein Name ist immer noch Stefan und heute haben wir eine neue Aktienanalyse am Start. Das Unternehmen habe ich ausgesucht, weil sich ein Abonnent bzw. eine Abonnentin eine Analyse dazu gewünscht hat. Schauen wir uns das Unternehmen also einmal genauer an. Keurig Dr. Pepper existiert in der heutigen Form erst seit dem Jahr 2018. Das Unternehmen kann der Branche der Getränkehersteller zugeordnet werden und beschäftigt ca. 27.000 Mitarbeiter. Die Marktkapitalisierung beträgt fast 50 Milliarden US-Dollar. Interessant ist bei dem Unternehmen noch, dass der Free Float laut Börse.de nur bei ca. 22,3% liegt. Ich will jetzt gar nicht im Detail auf die Geschichte eingehen. Fakt ist, das Unternehmen ist im Jahr 2018 aus den beiden Unternehmen Keurig und Dr. Pepper Snapple entstanden. Falls euch die ganze Geschichte etwas genauer interessiert, könnt ihr einfach auf Wikipedia oder auf der Investor Relations Seite nachlesen. Hier habe ich euch nochmal kurz den Chart mitgebracht von Dr. Pepper und man sieht seit dem Zusammenschluss im Jahr 2018 bzw. schon davor, als es angekündigt wurde, ist die Aktie wirklich nochmal stark gestiegen. Und ja, ob die Bewertung jetzt noch attraktiv ist, das wollen wir uns in der Analyse hier anschauen. Das Unternehmen gliedert sein Geschäft in vier Geschäftsbereiche. Einmal in die Coffee Systems, Packaged Beverages, Beverage Concentrates und Latin America Beverages. Im Bereich der Coffee Systems werden Kaffeemaschinen hergestellt, die dafür ausgelegt sind, nur eine Tasse aufzubrühen. Es wird der Kaffee dazu hergestellt und diese K-Cup Pots, also diese Kaffeekapseln für diese Maschinen. Der Vertrieb erfolgt hauptsächlich in den USA und Kanada. Was ich ganz cool finde, ist, dass es diese Kapseln nicht nur mit Kaffee gibt, sondern tatsächlich auch mit Tee oder Eistee, was ich so bisher noch gar nicht kannte, aber das finde ich wirklich eigentlich eine coole Idee. Als nächstes haben wir den Bereich der abgepackten Getränke. Hier erfolgt die Herstellung und Distribution abgepackter Getränke der eigenen Marken, aber auch der Getränke von Marken von verbündeten Herstellern. 95% des Umsatzes in diesem Bereich entfallen jedoch auf die Herstellung der eigenen Marken. Lediglich die restlichen 5% auf die Marken von verbündeten Unternehmen. Die Produkte werden dabei in den USA und in Kanada verkauft. Im Bereich der Beverage Concentrates beschreibt das Unternehmen sein Geschäft als Brand Ownership Business. So wie ich das verstanden habe, werden hier diese Beverage Concentrates, was ich mal annehme, dass das irgendwie Pulver ist oder Sirup oder so, an Apfelbetriebe verkauft, die diese dann irgendwie mit Wasser und sonstigen Zutaten noch aufmischen und eben abfüllen. Auch hier liegt der Fokus auf den USA und Kanada und interessant fand ich noch, dass in 2019 53% der Produkte in diesem Bereich durch PepsiCo bzw. Coca-Cola abgefüllt wurden. Also mehr als die Hälfte, das finde ich schon beeindruckend. Im Bereich Lateinamerika erfolgt auch wieder die Herstellung und Distribution von Getränken. 90% des Umsatzes dieser Sparte werden in Mexiko erzielt, der Rest in der Karibik. Während man in Mexiko auch selbst herstellt und abfüllt, wird in der Karibik, wenn ich das richtig verstanden habe, alles über Drittanbieter bzw. Partner abgefüllt. Hier nochmal kurz ein paar bekannte Marken des Unternehmens. Ich denke, Dr. Pepper, 7-Up, solche Sachen kennt man auch in Deutschland relativ gut oder Schweppes. Die anderen Sachen, muss ich sagen, waren mir teilweise relativ unbekannt, aber das liegt eben daran, dass das Unternehmen hauptsächlich in anderen Regionen die Produkte verkauft. Und ja, aus dem Kaffeebereich kannte ich fast gar keine Marke und ja, deswegen habe ich die hier auch mal nicht dargestellt. Insgesamt umfasst das Markenportfolio angeblich 125 Marken, wobei hier auch Marken mitzählen, die irgendwie nur lizenziert werden und durch irgendwelche Partnerschaften zustande kommen. Also ich fand das Ganze etwas verwirrend. Fakt ist, Dr. Pepper arbeitet viel mit anderen Herstellern zusammen, wie PepsiCo, Coca-Cola und weiteren, und haben dann auch oft Lizenzverträge, dass einzelne Unternehmen in einzelnen Regionen der Welt die Produkte eben verkaufen und vermarkten. Also das Ganze ist relativ komplex gewesen, meiner Meinung nach. Aber ich denke, das ist auch nicht so wichtig jetzt hier. Viel wichtiger hingegen ist die Umsatzverteilung nach Geschäftsbereichen. Und hier sieht man, dass der Bereich der abgepackten Getränke fast die Hälfte des Geschäfts ausmacht mit 46% und der Bereich der Coffee Systems für 38% der Umsätze steht. Die anderen beiden Bereiche sind relativ klein.
Kommen wir nun zur Umsatzentwicklung. Und ja, wie gesagt, das Unternehmen besteht erst seit Ende 2018 in dieser Form, was es natürlich schwierig macht, hier wirklich in die Vergangenheit zurückzuschauen. 2020 erzielte man einen Umsatz von 11,6 Milliarden, was ein Plus von 4,5% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Ich habe euch hier für die Vorjahre trotzdem auch noch wenigstens mal den Umsatz von Dr. Pepper hinterlegt. Hier gab es immer leichtes Wachstum und ja, just for your information. Bei der Gewinnentwicklung natürlich dasselbe. Im Jahr 2020 konnte man einen Gewinn von 1,33 Milliarden Dollar erzielen, was ein Plus von fast 5,7% im Vergleich zum Vorjahr bedeutet. Die Eigenkapitalquote liegt bei wirklich sehr soliden 47 bzw. fast 48%. Ich denke, damit können wir auch schon direkt zur Bewertung der Keurig Dr. Pepper Aktie kommen. Die Aktie notiert aktuell bei einem Kurs von 35,45 US-Dollar, was ca. 30 Euro entspricht. Die Marktkapitalisierung liegt bei 49,7 Milliarden US-Dollar und der Umsatz lag 2020 bei 11,68 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 4,48% im Vergleich zum Vorjahr. Der Gewinn konnte sogar um 5,66% auf 1,33 Milliarden US-Dollar gesteigert werden. Das KGV liegt aktuell bei 37,39 und die Dividendenrendite beträgt 1,69%. Nun macht ein Vergleich, wie ich ihn üblicherweise an dieser Stelle anstelle, mit dem Durchschnitt der letzten 5 Jahre beim KGV und der Dividendenrendite natürlich keinen Sinn, wenn das Unternehmen erst seit 2018 in dieser Form besteht. Deswegen habe ich aber natürlich trotzdem mal irgendwie euch zeigen wollen, wie die Aktie denn jetzt bewertet ist und habe mir einfach mal angeschaut, wie denn das KGV bei Coca-Cola und PepsiCo ist, den zwei wohl vergleichbarsten Unternehmen, sage ich mal, auch wenn PepsiCo den Großteil der Umsätze mit Snacks macht. Aber trotzdem habe ich diese beiden mal ausgewählt, einfach damit ihr einen Vergleich habt. Und ja, ganz ehrlich, was soll ich dazu noch sagen? PepsiCo hat ein KGV von fast 28, Coca-Cola von gerundet 30, also beide deutlich niedriger als diese 37 von Keurig Dr. Pepper. Und ich finde wirklich ein 37er KGV für ein Unternehmen aus diesem Bereich, ich meine, das ist jetzt nicht wirklich ein krasser Wachstumsbereich, mal ehrlich. Also das ist meiner Meinung nach schon sehr, sehr hoch bewertet. Ich persönlich kann diese Bewertung einfach nicht nachvollziehen mit den Zahlen, die ich jetzt gesehen habe und mit dem Unternehmen, das ich gesehen habe. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas übersehen habe. Vielleicht seht ihr noch weiteres starkes Wachstumspotenzial oder irgendwas, was diese Bewertung rechtfertigt. Ich halte die Bewertung für viel zu teuer im Moment, auch gerade im Vergleich zu Coca-Cola oder PepsiCo. Aber auch so würde ich niemals so ein hohes KGV für ein Unternehmen aus diesem Bereich zahlen. Also, ich meine, ich habe ja letztens hier auch eine Analyse von zum Beispiel Unilever gemacht, wo das KGV, glaube ich, bei 21, irgendwas war oder so irgendwo in dem Dreh. Und ich meine, ganz ehrlich, warum sollte Unilever so viel schlechter sein? Oder Keurig Dr. Pepper so viel besser, dass so eine Bewertung gerechtfertigt ist. Ich persönlich verstehe es nicht. Unilever hat auch noch eine viel höhere Dividendenrendite. Also ich weiß nicht, warum man jetzt dieses Unternehmen hier unbedingt kaufen sollte zum aktuellen Zeitpunkt. Aber das ist natürlich immer nur meine Meinung. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was eure Meinung ist. Das würde mich wirklich mal interessieren. Kommen wir noch ganz kurz zu einem abschließenden Fazit. Keurig Dr. Pepper ist ein breit aufgestelltes Unternehmen aus dem Getränkebereich und es könnte in der nahen Zukunft weitere Synergieeffekte durch den Zusammenschluss von Keurig und Dr. Pepper geben. Jedoch ist auch dieses Unternehmen mal wieder hauptsächlich in Nordamerika tätig, hat eine hohe Abhängigkeit von großen Kunden bzw. Partnern. Walmart ist meistens der größte Kunde, gefolgt von Costco. Außerdem sind Coca-Cola und PepsiCo für einen relativ großen Teil der Abfüllung verantwortlich. Das heißt, sollte es mal mit einer dieser Parteien oder womöglich sogar mit mehreren zu irgendwelchen Streitigkeiten kommen, könnte das relativ übel ausgehen für Dr. Pepper. Als weiteren negativen Punkt haben wir die sehr hohe Bewertung meiner Meinung nach. Falls du ein Unternehmen mit einer niedrigeren Bewertung suchst, dann schau doch mal bei meiner Unilever-Analyse vorbei oder schau dir meine Analyse-Playlist an. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao.